stärkste Brabus aller Zeiten. Der neue Brabus 930 auf Basis AMG GT63S E-Performance ist das heftigste, was wir in Sachen Leistung jemals gebaut haben. Es ist ein echtes Kraftwerk und es läutet gleichzeitig auch die Hybrid-Ära von AMG und natürlich damit auch unseren Brabus Masterpieces ein. Wie das funktioniert, was das Auto kann und warum wir ihn so gebaut haben, wie er jetzt hier steht, das besprechen wir im heutigen Tech Talk. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit unserem CTO Jörn Gander. Hallo Jörn. Hallo Konstantin. Schon ein beeindruckendes Paket und eine riesige Zahl da hinten drauf, ne? Riesige Zahl natürlich. Ich sag mal, mit der Systemleistung, wir reden ja immer von einer Systemleistung von 930 PS, da kommen nicht etwa, sondern ganz genau 204 PS aus der elektrischen Leistung durch den P3-Hybrid an der Hinterachse. Der Rest ist eben wesentliche Teil dann durch den V8-Verbrenner in der Front. Aber werkseitig natürlich auch schon mal ein Riesenfund. Ne? Klar. Mit deutlich etwas über 843 PS. Ein super interessanter Antrieb, weil es wirklich ein reiner Performance-Hybrid ist. Das ist natürlich jetzt auch das Ankommen wirklich in der Leistungshybrid-Ära bei uns, aber auch bei Mercedes-Benz. Und natürlich erreichen wir diese massive Zahl, 930 PS Systemleistung, nur über das Zusammenspiel von Verbrenner und Elektromotor. Ich kann es aber ganz unterschiedlich spielen. Ich kann auf der einen Seite ja sagen, ich fahre über Land mit Verbrennungsmotor, mit einem 8-Zylinder und habe Riesenspaß und ich fahre auch in der Stadt rein elektrisch. Also irgendwie bekommt man ja zwei Autos in einem. Genau, absolut. Natürlich ist hier der Fokus in der ganzen Architektur auf das Thema Power Hybrid, also Performance Hybrid. Aber ich habe nichtsdestotrotz noch eine vernünftige Reichweite im rein elektrischen Modus und die kann ich perfekt nutzen. Also wie du gerade sagst, ich fahre über Land so und in der Stadt, in der 30er-Zone, rein elektrisch. Wie verändert deinem Empfinden nach dieser Antrieb das Fahrerlebnis bei dem Auto? Er ist natürlich, weil der Elektromotor gerade vom Ansprechverhalten, also du kombinierst eigentlich beide Welten, die wir sonst auch kennen. Den reinen batterieelektrischen Antrieb mit seinem unmittelbaren Punch bei der entsprechenden Abfrage über das Fahrpedal, also Gaspedal, ja, mit dieser Leistung, die dann einfach der Verbrenner obenrum hat. Also du hast dieses direkte Ansprechverhalten, diesen unmittelbaren Antritt über den Elektromotor, der hört aber halt bei 200 nicht auf, sondern geht weit darüber hinaus. Und zwar weit darüber hinaus. Lass uns mal drüber reden, wie lange das gedauert hat, dieses Auto zu entwickeln und was sich entwicklungsseitig bei uns geändert hat. Weil wir haben ja viele Kompetenzen aufbauen müssen in den letzten Jahren, die deutlich über das Thema Umgang mit reinen Verbrennungsmotoren hinausgehen. Und mussten uns natürlich und haben uns auch ganz aktiv vorbereitet auf eine Zeit, in der Antriebe sich wandeln, der wir immer mehr mit Hybriden zu tun haben, immer mehr mit E-Motoren zu tun oder batterieelektrischen Autos, also BEVs, zu tun haben. Da ist ein bisschen was passiert bei unserer Entwicklung. Ja, ich sag mal, in dem ersten Schritt, den wir jetzt hier ja umgesetzt haben, ist es ein Power-Extra-Steuergerät. Wie wir es in der Basis ja eigentlich auch von allen anderen Leistungssteigerungen kennen. Die Herausforderung hier ist hier natürlich, dass er in einem nochmal komplexeren Umfeld funktionieren muss. Wir haben ja hier in der Serie schon, ich sag mal, der Verbrennungsmotor, der elektrische Antrieb, die harmonisieren müssen, die zusammenarbeiten müssen, die ruckfrei arbeiten müssen, die mit sauberen Übergängen ohne Drehmomentsprünge arbeiten müssen. Und in diesem Umfeld müssen wir uns ja auch sauber integrieren. Das heißt, wir brauchen eine maximale Vernetzung mit dem Fahrzeug. Wir brauchen wahnsinnig viele Informationen aus dem Fahrzeug, um eben mit unserem Power-Extra-Zusatzsteuergerät in dieser Infrastruktur sauber zu regeln, sauber integriert zu sein und eben keinen negativen Einfluss auf die ganzen Regelalgorithmen und die Vernetzung in diesem Fahrzeug haben. Wir haben uns ja 2010, 2011 schon das erste Mal mit einem voll batterieelektrischen Auto auseinandergesetzt, nämlich damals der 4-Wheel-Drive All-Electric auf Basis E-Klasse, Kombi und Limousine. Meiner Meinung nach waren wir damit ein bisschen früh dran, aber das Thema Elektroauto oder elektrische Antriebe, das kennen wir schon länger. Und es ist total spannend zu sehen, wie jetzt die ersten Autos in den Markt kommen, die wirklich beide Systeme auch mit voller Kraft nutzen und die auch Kombinationen darstellen, die am Ende zu einem ganz neuartigen Fahrerlebnis führen. Wie hast du die Mannschaft in den letzten Jahren entwickelt, damit wir sowas überhaupt abgebildet bekommen? Wir haben ja zum Beispiel in der Vergangenheit viel an Steuergeräte, Hardware eingekauft extern. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Wir haben das zum Beispiel komplett mittlerweile umgestellt. Also die Hardware wie die Software wird bei uns im Haus
entwickelt. Die wird nicht bei uns im Haus produziert, weil das macht aus verschiedenen Gründen und Wirtschaftlichkeitsgründen nicht viel Sinn. Aber die ganze Architektur der Steuergeräte, die ganzen Funktionalitäten der Steuergeräte, zum Beispiel, was habe ich in dem Steuergerät an Schnittstellen integriert? Wie viel CAN-Bus, LIN-Bus-Systeme kann ich damit vernetzen oder zusammenführen? Welche Sensorik und Aktuatorik kann ich damit ansteuern? Da sind ja verschiedenste Sensoren, Aktuatoren, die ich eben bedienen muss. Ich wollte gerade, lass uns da mal einsteigen, weil ich bin mir sicher, dass wir jetzt schon wieder an der Nerd-Grenze vorbeigeflogen sind. Du sprichst verschiedene Bussysteme oder verschiedene Kommunikationswege innerhalb des Autos an, wie zum Beispiel CAN-Bus, LIN-Bus, Flexbus. Lass uns da mal von vorne einsteigen. Das Thema Elektronik im Auto, kann man so sagen, hat einen immer höheren Stellenwert bekommen innerhalb der letzten 10, 15 Jahre und hat auch weiterhin, haben wir es immer wieder mit dem steigenden Komplexitätsgrad zu tun. Das heißt, heute ist es eigentlich eine Kernaufgabe, mit dem Auto zu kommunizieren, die Daten aus dem Fahrzeug zu bekommen und die Daten in das Fahrzeug hineinzuspielen, so dass es am Ende versteht, was es ist, was es können soll und wie es sich in verschiedenen Situationen verhalten soll. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und ohne diese Kompetenz zu besitzen, würden wir heute eigentlich mit keinem der modernen Fahrzeuge mehr richtig umgehen können. Und die Systeme, die im Auto eben vorhanden sind, davon hast du jetzt einige genannt, das ist entweder der sogenannte CAN-Bus, mit dem wir eigentlich am meisten zu tun haben in ganz, ganz vielen aktuellen Fahrzeuggenerationen, oder es ist eben in anderen Systemen inzwischen auch der LIN-Bus oder der Flexbus oder sogar das Thema Ethernet, also im Prinzip das Thema Netzwerkanschluss mit einer Bandbreite, wie man ihn auch zu Hause oder in seiner Wohnung oder im Haus finden würde, weil natürlich die Bandbreite der Daten oder die Datenmengen immer größer werden und damit die Anforderungen an die Bandbreite der entsprechenden Systeme immer weiter wächst. Gerade bei diesem modernen Auto ist der Grad der Vernetzung wahnsinnig hoch. Und in dem musst du dich sauber bewegen. Da musst du sicherstellen, dass die Kommunikation steht, dass du zwar die Informationen kriegst, die du brauchst, aber eben das Gesamtsystem nicht stört. Anderes Thema, auch Sensor oder Aktuatorik. Ne? Früher war ein Ladedrucksensor eigentlich ein ganz normaler 0 bis 5 Volt Sensor, also ein analoger Sensor, der eben bei keinem Ladedruck 0 Volt gemeldet hat oder bei einem Unterdruck von wegen 0 Volt bis eben knapp an die 5 Volt geregelt hat. Die Sachen sind weg. Das sind heute alles digitale Sensoren. Das gibt da unterschiedliche Protokolle, unterschiedliche Typen. Und das ist natürlich ein bisschen einfacher als einen Signalwert mit 4 Volt auf 4,2 Volt oder 3,8 Volt zu bedaten. Ja. Oder eben auf der anderen Seite so ein digitales Signal zu ändern und zu variieren. Das heißt, das Auto ist tatsächlich, und man hört ja so oft sprichwörtlich, das Auto ist im Prinzip heute ein rollender Computer. Wir erleben hautnah mit, dass das tatsächlich so ist. Und dementsprechend ist natürlich Elektronik im Auto oder EE-Architektur, wie es der Fachmann dann sagen würde, eine riesen Herausforderung. Am Ende funktioniert es, das steht hier. Das ist ja das für den Kunden eigentlich. Der Kunde will ja einfach nur, dass es funktioniert. Genau. Das nur ist das Thema. Und was mir halt immer wichtig ist, dass wir, und das tun wir ja intensiv, mehr Kompetenz im eigenen Haus dazu aufbauen. Wir haben eine breite Kompetenz, das sehen wir ja auch immer, weil wir hier und da ja auch mal Industrieaufträge und Aufträge für Dritte sozusagen unterhalb des Markennamen Brabus, sondern also mal so ein bisschen versteckt durchführen, weil wir da wirklich ab und zu aus unserem Netzwerk Anfragen haben, können wir uns mal helfen. Bis heute konnten wir denen immer helfen. Das heißt, das zeigt mir immer, dass wir da auf einem guten Weg sind. Absolut. Dann lass uns mal ins Design einsteigen. Wir haben ja vor einiger Zeit bereits ein Brabus Masterpiece gezeigt. Jetzt mit dem Facelift auch gerade ein aktuelles Auto auf Basis des AMG GT63S ohne Hybrid, also V8. 63, wie gesagt. Und jetzt kommt die Hybridkomponente dazu. Im Kern ist es aber natürlich immer noch ein GT63. Was hat sich geändert? Das Exterior-Paket, was wir für das Fahrzeug anbieten, ist ja eigentlich ziemlich unabhängig von der Motorisierung. Also den GT in der Form gibt es ja mit verschiedenen Motorisierungen. Das war auch ganz klar, der GT63S Facelift V8 im Verhältnis zum GT63S Hybrid, also E-Performance, bildet keinen Unterschied in der Karosserie aus. Nein. Also optisch gibt es keinen Unterschied, gibt natürlich unterschiedliche Badges für die Autos, aber karosserieseitig, anbauteilemäßig ist das kein Unterschied. Ist das gleiche Auto. Das ist das gleiche Auto. Und was im Wesentlichen, ich sag mal, die Produktinhalte, die wir jetzt hier auch anbieten, die bieten wir ja in der Form eigentlich für alle AMG-Baumuster, also alle echten AMG-Motorisierungen an, vom Grundpaket, das heißt die Frontspoiler-Lippe, die Frontschürzenaufsätze, die haben wir in der Version ja auch schon
produktinhaltsmäßig für die Vormopf-Variante Facelift angeboten. Das heißt, wir hatten vom eigentlichen Produktumfang haben wir diese Pakete ja schon angeboten für die Fahrzeuge vor Facelift. Wir haben sie jetzt nochmal deutlich überarbeitet. Das heißt, die Frontschürze ist nochmal neu gekommen. Wir haben jetzt auch hier an der Seite, die ich finde ich sehr gut sind, geworden sind, diese Carbon-Aufsatzteile, den Übergang wirklich, zum Radhaus nochmal. Und schön homogen auch in die vordere Karosserie eingefasst. Genau. Dann natürlich die Frontschürzen-Aufsatzteile, die sehr massiven Lufteinlässe hier für die Radhauskühler nochmal betont. Sehr hochwertig natürlich. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt im Bild, was natürlich wirklich schön geworden ist. Hier sind zum Beispiel diese Flächen vorne, so leicht nach unten gehende Flächen vorne, aber auch auf dem Frontspoiler vorne. Das ist natürlich mal wieder unser allseits beliebtes Thema Kohlefaser und Genauigkeit der Teile. Das ist hier absolut sensationell umgesetzt. Generell kann man dazu sagen, Auch ein Thema, was wir in einigen Tech-Talks schon hatten. Je mehr 3D, desto komplizierter. Ja. Und je mehr sichtbare Fläche, desto höher die Fehlerrate bei der Produktion. Und das hier ist natürlich ein absoluter Nightmare für jemanden, der jetzt Kohlefaser legen soll, weil das am Ende natürlich maximale Sichtbarkeit ist und du quasi einen umlaufenden, sauberen Faserverlauf brauchst. Ja, genau. Auch diese Kombination von entsprechender Bauteiltiefe, wo du ja reinlegen musst in die Form, aber auch hier zum Beispiel diese sehr scharfen Radien, diese deutlich rausgearbeiteten Konturen, das ist vom Legen als Prepack-Carbon in eine Kohlefaserwerkzeug, diese Bauteile werden ja auch in einem Kohlefaserwerkzeug produziert, dann hinterher gebacken im Autoklaven, vom Legeaufwand wahnsinnig groß und wie du sagst, du hast hier sehr prominente Flächen, wo dir natürlich sofort auffallen würde, wenn du irgendwo einen Faserverzug hättest. Dann gäbe sofort eine Reklamation und zurecht. Lass uns mal gucken, wo das alles hinführt, nämlich an die Seite. Schöne Anwendung, Monoblock Z, hier mal in komplett schwarz. Ja. Tolles Rad und auch in der Größe, die im Auto gut steht. Absolut, Vorderachse Durchmesser 21 Zoll, Hinterachse 22 Zoll. Das Hinterrad wirkt nochmal deutlich größer im Durchmesser, deutlich stammer. Ich finde das übrigens sehr interessant, immer wenn man mal ein bisschen mit den Felgendurchmessern spielt. Also hinten noch ist natürlich in dem Moment jetzt auch wirklich ein super sportliches Auto. Absolut. Und das wird dem auch gerecht. Ich finde auch die komplett schwarze Anwendung. Wir haben ja bei der Mono Z so diverse Möglichkeiten, immer mal wieder mit den Farben zu spielen. Zum Beispiel hier diese, ich nenne sie immer Zapfen am äußeren Felgenrand, nochmal entweder farblich abzusetzen, entweder in einer glanzgedrehten Oberfläche oder auch zum Beispiel in Kontrastlackierung zur passenden Interieurfarbe oder in Abstimmung mit dem Bremssattel. Da gibt es ja nur diverse Optionen. Jetzt ist es wenig überraschend, dass ich reflektiere auf die komplett schwarze Variante. Ich bin tief überrascht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist genetisch. Nee. Lass uns mal zum Heck kommen. Ja, großer Heckdiffuser, auch wieder komplett in Carbon, Prepack-Carbon gemacht. Und es gilt das Gleiche. Also die Kompetenz, die wir hier einsetzen, ist auch die gleiche. Das ist ein großes Teil. Ja, es ist einmal, ich sag mal, von der Höhe ein großes Teil, weil es geht ja wirklich bis oben zur Karosserietrennung oder der Trennung der Heckschürze. Ist aber auch von der Tiefe, weil das Bauteil geht ja bis seitlich rein. Also es ist ein mächtiges Werkzeug. Ist übrigens wirklich vom Legen, vom Produzieren eins der aufwendigsten Bauteile. Absolut. Nicht das größte, weil da haben wir größere. Es ist natürlich, es hat alle möglichen Formen, es hat Kurven, es ist 3D. Das, was uns jetzt vorne am Auto schon begegnet ist, begegnet uns jetzt hier hinten nochmal wirklich in deutlich ausgeprägterer Form. Und wir haben natürlich jetzt hier auch wieder das Thema mit den Titanen-Auspuffrohren, 4 an der Zahl, in Kombination mit der Abdeckung aus Kohlefaser, was sozusagen hitzetechnisch nicht einfach ist, aber ein Design ist, was wir schon ein paar Mal abgebildet haben. Es ist eigentlich ein typisches Brabus-Design. Genau, das haben wir konsequent durchgesetzt. Wir haben jetzt hier nochmal die neue Version, die zum Beispiel auch schon beim Range Rover drin umgesetzt wurde oder auch beim Rolls-Royce mit den größeren Durchmessern. Wir haben diese Version ja schon lange mit einem Rohrdurchmesser von 76 mm gehabt, jetzt hier in der großen Variante mit 106 mm. Also auch da nochmal ein Upgrade zum Beispiel zu der Variante Vormopf. Wird dem Auto auch wirklich gerecht, weil er natürlich auch schon ordentlichen Auftritt hat. Ja, und du brauchst ja, ich meine, das Heck ist sowieso sehr stämmig, sehr ausgebildet und 930 PS dürfen auch einen entsprechenden Auspuff-Endrohrdurchmesser haben. Und hinten am Heck ist natürlich auch noch was platziert, was für das Auto typisch ist, nämlich der in Anführungszeichen zweite Tankdeckel. Also für den anderen Energiespeicher. So sieht's aus.
Ja, ist ein Plug-in-Hybrid. Ne? Also das heißt, ich kann ihn über eine entsprechende Infrastruktur laden. Bedeutet natürlich auch, wenn ich zum Beispiel Kurzstreckenverkehr in der Stadt habe, wir beide zum Beispiel haben ja nicht so weit von zu Hause so zur Firma, können wir da wirklich, wenn wir nur in den Betrieb fahren, die ganze Woche rein elektrisch fahren. Wenn du jetzt ein solches Auto fährst als Fahrer, wie ist das zu laden? Lädst du jedes Mal, wenn du an der Ladesäule vorbeikommst? Lädst du jedes Mal, wenn du nach Hause kommst? Oder sagst du, ich fahre mit dem Verbrenner und lade, wenn ich mal dazu komme? Wie würdest du es machen? Ich würde es wirklich immer so machen, dass ich es vom Fahrprofil abhängig machen würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach zu Hause Firma pendel, was ja bei mir wirklich nicht weit ist, dann würde ich immer, unser Versuchsauto habe ich jeden Morgen an die Ladung gehängt, wenn ich auf dem Betriebsgelände gefahren bin, und habe ihn dann, wenn ich abends nach Hause gefahren, weggenommen. Das heißt, und bin der normale Berufspendler kann bis zu einer 13 Kilometer. Ja, bis zu einer Strecke von sagen wir mal 15 Kilometern damit dann rein elektrisch fahren. Genau. Und darüber hinaus hast du dann einen Verbrenner und kannst zu Hause dann nachtanken. Genau, du kannst, also wenn du zu Hause auch noch eine Wallbox hast, kannst du ihn darüber laden. Du kannst natürlich auch einfach mit der normalen Steckdose laden, dann dauert es natürlich lange, aber über Nacht kriegst du ihn auch voll. Das geht auch. Und ich sag mal, im Fahrbetrieb hast du die Möglichkeit, wenn du das Fahrprogramm Race aktivierst, dann kannst du die Hochvoltbatterie auch über den Verbrenner laden. Es ist aber im Fazit, glaube ich, immer noch ein Auto, was gebaut ist, um den Hybridantrieb für die Leistungsentfaltung, also die Kraftentfaltung des Systems insgesamt zu benutzen und weniger ein Auto, was jetzt auf besonders hohe Effizienz ausgerichtet ist. Wenn es dir natürlich erlaubt, ein Stück weit voll elektrisch zu fahren, also zum Beispiel in Zonen, wo es nicht mehr anders geht, oder eben im Stadtverkehr auf dem Weg nach Hause, was natürlich sinnvoll und auch praktisch ist. Lass mich nochmal auf ein kleines Detail hier hinweisen. Es gibt für dieses Auto ja, aber auch für die anderen GT-Varianten, ein optionales AMG-Aerodynamik-Paket. Dazu gehört dieser Heckspoiler, den du dann mit anderen Details noch dann entsprechend erwerben kannst. Wir wollten natürlich diesen Heckspoiler nicht ganz entfallen lassen, weil es wirklich auch eine attraktive, von den Kunden auch oft gewählte Sonderausstattung ist, und haben gesagt, wir möchten aber ein kleines Detail da reinbringen. Und deshalb haben wir hier nochmal diesen Kohlefaser Gurney Flap entwickelt für das Auto, was als Add-on nochmal eben ein kleines, feines Detail zu dem serienmäßigen Heckflügel bringt. Macht aber einen schönen Unterschied, wie es so häufig ja eigentlich darum geht, dass wir bei den Fahrzeugen das gewisse Extra hinzufügen wollen. Und ich finde es schön gelungen, passt unten auch nochmal zum Heckdiffuser und zur Abgasanlage und natürlich auch zur Frontschürze und rundet so den Gesamteindruck für mich ganz gut ab. Absolut, ich finde es auch super wichtig, aber es ist wieder so ein Produkt, was so sauber integriert ist, dass man wirklich einmal nochmal gezielt darauf hinweisen muss, weil es schnell so selbstverständlich hingenommen, dass man einmal sagt, nein, das ist nicht Serie, sondern das ist ein sehr schönes Brabus-Zusatzauto. Absolut, und es nimmt eine Diskussion wieder auf, die wir beide beispielsweise beim Rocket Air schon geführt haben, die wir beide auch beim Brabus Masterpiece auf Basis Range Rover geführt haben, nämlich die Frage, wie sehr respektiere ich ein Basisdesign, wie sehr gehe ich mit dem um, was da schon vom Hersteller vorgegeben ist, und wie viel muss ich dort wirklich darauf bauen, beziehungsweise nochmal darüber hinausgehen. Ist es immer besser, also ist immer mehr oder ist manchmal vielleicht auch weniger mehr oder ist vielleicht manchmal auch anders, einfach typisch Brabus. Wir haben sowohl beim Rocket Air die Frage dadurch beantwortet, dass wir keinen großen Heckflügel gemacht haben, und dementsprechend gibt es natürlich hier jetzt auch keine große, im Ruhrgebiet würde man sagen, Pommes-Theke, sondern ein elegantes Add-on zum bereits vorhandenen Heckspoiler, und das ist meiner Meinung nach auch genau die richtige und für uns Entscheidung. Und Experten würden heute sagen, ist on brand. Ja, sehr gut. Ja. Also schönes Detail, ich mag es sehr und wirklich schön. Auch von innen was Neues. Bekanntes Muster. Aus einem anderen Bereich. Aber neues Muster. Ja, genau, hundertprozentig richtig. Fangen wir vorne an. Also das, was hier im Innenraum passiert, schließt sich natürlich an außen an. Es ist ein ultrasportliches Auto. Vier Sitze, schwarz, rote Lasurteile, viel Kohlefaser. Natürlich insbesondere durch die breite, sehr, sehr stämmige Mittelkonsole zeichnet sich so ein GT sofort aus und gibt dir ein ganz spezielles Gefühl. Das ist ein Muster und das ist eine Farbgestaltung, die haben wir natürlich schon einige Male jetzt gespielt beim GLE 900 Rocket Edition. Beim G900 Rocket Edition haben wir es auch mal gemacht in Kombination mit Grau. Beim XLP haben wir es einmal gemacht, und es ist nach wie vor super eindrucksvoll.
Das ist eine Kombination, die ich nie, wenn ich sie nur auf Papier konfigurieren würde, nie so mir zusammen konfigurieren würde, die mir aber, wenn mir jemand ein Bild zeigt von dem Auto, ich eine Vorlage habe, so wie jetzt hier, unglaublich gut gefällt, weil die roten Lasurteile einfach knallen und es wirklich Spaß macht. Genau, sehe ich genauso. Es ist ein wahnsinniger Kontrast mit dem schwarzen Leder. Natürlich auch wieder, dich wird's freuen, das genabte Leder. Ich finde es so sensationell, dass sich auch noch niemand mehr Widerstand leistet inzwischen. Ich habe es ja wiederholt schon einige Mal gesagt, ich bin ja mittlerweile echt konvertiert. Diese Kombination, das eigentlich doch sehr elegante Leder, kombiniert mit dem super sportlichen Carbon und dem ein bisschen frechen, lasierten Zierteilen drin. Ist eine schöne, ausgewogene Geschichte. Ich finde auch zum Beispiel, die ganze Mittelkonsole ist ja hier in Kohlefaser ausgefertigt. Das gibt es ja so in der Serie auch nicht. Sieht absolut sensationell aus. Ja, ist super toll. Und weil du ja richtig gesagt hast, du hast schon darauf hingewiesen, unser neues, altes Steppmuster, nämlich die Triangel, die wir sehr gut bei Bravos Marine kennen, von den... Da gibt es eine witzige Geschichte zu übrigens, denn wir hatten nicht die Triangel, sondern ich glaube im Modelljahr 2021, 22 ein Wellenmuster, was wir nicht nur außen, sondern tatsächlich in der Frontkabine bei der Shadow 900, bei der Shadow 500 angewandt haben. Das heißt Linien, die im Prinzip, wie sah die denn aus? Das war doch die war eigentlich ein Rechteckdesign, also ein quadratisches Design, aber das immer nicht berührt. Genau. Also die sah eigentlich aus wie ein quadratisches Design, hat sich aber nicht berührt, weil wir damit anspielen wollten auf das Thema Marine, das Thema also Wasser und die maritime Nutzung. Hat leider unsere Produktion und auch unsere Controller nicht so besonders gefreut, weil wir, glaube ich, den vierfachen Maschinenstundeneinsatz hatten. Und insofern war es, und wir das einfach nicht geschafft haben, weil wir sind nicht hinterhergekommen mit der Produktion und haben uns insofern ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes, neues Steppmuster einfallen lassen, nämlich die Triangel. Bisschen moderner, geradliniger und dann natürlich jetzt auch schon in der Shadow 900 Black Ops, Deep Blue und seit Januar auf der Boot vorgestellt auch Stealth Green im Einsatz. Und jetzt ein schönes Beispiel dafür, wie es mal zurückwandert ins Automobil vom Boot. Aber auf eine ziemlich unerwartete Art und Weise, denn wir haben ja hier noch einen roten Abnäher außenrum. Genau, wir haben nämlich das, was wir im Bootbereich jetzt nicht machen, weil wir da ja mit gesteppten Feldern und gesteppten Mustern arbeiten. Im Auto haben wir es jetzt dann einmal in der Tür nochmal kombiniert mit dem Thema Sticken, wo wir quasi in die gesteppte Triangel nochmal innen drin eine farbig akzentuierte, in dem Fall jetzt in rot akzentuierte Triangel innen reinsticken, was auch wieder das Thema Komplexität, also ich kombiniere Steppen mit Sticken demonstriert. Aber in den Sitzen ist es so, wir haben ja Sitzklimatisierung und Sitzheizung, somit brauchen wir eine Perforation. Die gibt es normalerweise im Marinebereich auch nicht. Haben wir hier natürlich umgesetzt, platzierte Perforation mit der Triangel und dann wieder auch bei dem Fahrzeug natürlich mit dem farbig hinterlegten Stoff, in dem Fall halt rot, als Shine-Through-Effekt, wo man eben dann, je nachdem, wo man drauf guckt, immer durch die Löcher noch die feine rote Note. Das ist wirklich mal wieder ein typisches Beispiel dafür, dass wir eigentlich ja im Moment immer in der Kombination verschiedener Techniken im Innenraum unterwegs sind. Also es ist immer mehr die Perspektive Technologie. Also immer, wir entwickeln eigentlich dauernd neue Maschinen, neue Verfahren, neue Möglichkeiten, ein Interieur noch mal reichhaltiger zu machen, noch mal spannender zu machen, wie zum Beispiel das Thema Underlay, also eben durch die Löcher, also durch die Perforation noch mal eine farbige Absetzung zu machen. Und gleichzeitig wird es natürlich auch immer handwerklicher, weil die Interieurs komplexer werden und weil wir auch an vielen Techniken arbeiten, die im Prinzip in den Bereich One-Off gehen. Das macht natürlich den Gesamteindruck aus hinterher. Am Ende ist das, was wir machen, hier eben Handwerk made in Germany. Das ist nicht einfach, das wird auch nicht einfacher und trotzdem treffen wir immer wieder die Entscheidung zu sagen, wir legen noch einen drauf oder wir entwickeln noch eine Technik, weil ich glaube, zumindest wir beide der Meinung sind, das ist es, was ein Bravos Masterpiece im Innenraum auch ausmacht. Das muss One Second Wow sein, wenn du einsteigst, sonst kannst du ja auch ein Serienauto fahren. Genau, und für dieses One Second Wow brauchst du halt auch die Komplexität. Du kommst heute nicht mehr mit einer gesteppten Ausführung alleine klar. Du brauchst die Kombination Sticken, Perforieren, gegebenenfalls Prägen. Prägen und viele andere Dinge, die wir noch in Vorbereitung haben. Ja. Du, insgesamt ist schon ein rundes Auto. Ja, vor allem super performant. Ultra performant. Ich finde es mit diesem Innenraum auch mega sportlich und elegant, eine tolle Kombination. Und es gibt Schlimmeres, als mit so einem schönen Auto rumzufahren. Absolut. Ich finde, es ist ein richtig rundes Auto geworden. Der erste echte Power-Hybrid als Bravos Masterpiece. Vielen Dank, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Tech Talk. Freue mich drauf.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir stecken viel Arbeit in die Videos auf diesem Kanal und deshalb wäre es toll, wenn ihr das Team belohnen könntet, indem ihr das Video liked und den Kanal abonniert. Mhm.